Hey ho, meine Lieben, heute mache ich einen Magic Eintopf. Warum Magic Eintopf? Na, ganz einfach, der wird magisch. Ich weiß nämlich noch nicht, was ich da alles reinhau. Und ja, das Ganze in der Kokotte, ja, in meiner kleinen, aber feinen Küche. Attacke. Ja, und der Arbeitstag heute, der erste, war super. Jetzt gehen wir aber hinüber. Und ich suche mir jetzt noch ein paar Zutaten zusammen. Machen wir mal die kleine Übersicht, was ich so alles gefunden habe. Also, die habe ich heute noch schnell eingekauft. Semmelknödel, die kommen einfach ins Wasserbad wieder. Dann habe ich hier ein paar Steinpilze aus so einem Beutelchen raus. Eine Paprika, die werde ich klein schneiden. Hier schneiden wir wieder ein Stückchen von dem Bacon ab. Den werden wir klein hacken und mit dem Neidtool zum Anbraten. So, dann habe ich hier, Moment, ein klitzeklein bisschen Hackfleisch und ein paar Würfelchen in Gulasch, Schwein und Rind. Und das werden wir zuerst dann noch schnell, ja, würzen mit Salz, Pfeffer, Paprika und mit dem Tomatenmark zusammen dann anbraten. An Butterschmalz habe ich. Das Creme Fraiche muss jetzt auch endlich mal weg. Das kommt auch noch mit rein. Dann eben die passierten Tomaten, was ich letztens aufgemacht habe. Hier habe ich noch den Bratenfond und den Rinderfond. Zwei Kartoffeln, die werde ich ziemlich klein schneiden, aber das seht ihr nachher alles, ja, wenn wir es im Topf reinschmeißen zum Anbrutzeln. Genau, ich bereite jetzt mal alles soweit vor. So Leute, der Schinken, das Gulasch habe ich auch noch ein bisschen kleiner geschnitten, das Hackfleisch hier drin, das wird jetzt gleich angebraten, die Kartoffel relativ klein, die Paprika muss ich noch klein schneiden. Pilze, was ich vorher vergessen habe, was ich euch unterschlagen habe, waren meine Kidneybohnen. Ja, und habe ich die Kidneybohnen überhaupt? Nein? Nee, ich habe Knödel. Also Kidneybohnen wieder zurück. Die kommen nicht mit rein. Gut. Würzen tue ich das Fleisch jetzt nicht extra. Jetzt schauen wir mal, wie viel Geschmack durch das andere Zeug entsteht. Und dann sehen wir weiter. Ab an Herd. Ja, hier schmilzt schon der Butterschmalz. Da hauen wir gleich nachher dann gleich unser Fleisch rein und tun es erstmal richtig schön anbraten. Brutzelt da schon was. Jo, und geht schon los. Hackfleisch soll ja krümelig werden. Ja, das reicht mir soweit. Zwischendurch mal schnell den Herd ausschalten, bevor mir das alles verkokelt. Und dann holen wir es raus. So, Herd wieder an. Kokotte, der Dutch Oven für die Küche. Ein klein wenig von dem Tomaten-Paprikamark. Dann soll uns das an dieser Stelle schon wieder ausreichen. Als nächstes rösten wir hier kurz mal die Steinpilze an. Die geben mit Sicherheit noch einen richtig geilen Geschmack ab in das Essen. Ja, und wenn die auch ein bisschen angeschnorpelt sind, können wir sie auch schon wieder raus tun.
das reicht. Und hier kommen jetzt die Kartoffeln rein. Und dann schneide ich jetzt noch ganz schnell die Paprika, auch relativ klein, und die kommt dann hier mit dazu. Na, ganz toll, den Schmand habe ich gerade eben auch entsorgt. Der war unten der Boden kaputt. Und nicht unter diesen Umständen, dann nehme ich den nicht mehr. Hauen wir auch hier noch mal was von dem Paprikamark rein. Dann etwas von den passierten Tomaten. Ach komm, was weg ist, ist weg. Der auskratzen tut die Dose nichts. So, jetzt tun wir das ganz leicht aufköcheln lassen. Es blubbert. Dann tun wir noch ein bisschen was von dem Rinderfond mit rein und von dem Bratenfond. Und weil mir das Ganze nicht ausreicht, haue ich mal noch zwei Löffelchen von meiner Feinschmeckersoße rein. Dann lassen wir das Ganze jetzt erst einmal eine halbe Stunde, Stunde vor sich hin köcheln. Und danach schauen wir mal rein und gucken, ob wir es abschmecken müssen oder ob es so gut ist. Ja, Stunde würde ich jetzt sagen. Und im Anschluss definitiv, ja, eine ganze Stunde, knappe Stunde. Und im Anschluss kommt dann noch, ja, meine Knödel muss ich noch kochen, ganz genau. Bis nachher. So, Freunde, die Zeit ist noch nicht ganz um, aber ich probiere jetzt einfach mal schnell. Gott, sag ich, das gut. Richtig geil. Da mache ich gar nichts mehr. Das schmeckt lecker. Ja, so richtig nach allen irgendwie. Paprika, die Bratensoßen, das eine, was ich noch mit rein habe, schmeckt mir alles irgendwie geil raus. Geil, richtig geil. Gut, ich bereite jetzt bloß alles vor, dass ich das später dann noch warm machen kann, weil wir haben es jetzt kurz vor 8. Ja, Leute, ihr wisst, was das heißt. Ich mache heute meinen letzten regelmäßigen Livestream. Und den habt ihr ja mit Sicherheit jetzt schon gesehen. Und oh ja, Essen gibt es danach. Leute, mein Essen ist definitiv fertig, würde ich mal behaupten. Stellen wir gleich mal darüber. Leicht abgekühlt ist es fürs schnellere Essen. Und meine Knödelchen kann ich halt auch runternehmen und ausschalten. Die sehen auch fertig aus. Naja, solange sie nicht fix und fertig sind. Tja, ich wollte wieder Knödel dazu haben. Und wegen mir werde ich jetzt nicht extra 4 Knödel machen selber. Da greife ich wirklich auf sowas zurück. Und gut ist, gehen wir rüber an die Theke. So, meine Lieben, da wären wir schon. Na, meine Kelle und meine Schuhe pupsen vor sich hin runter. Heute auch noch einen Löffel. Ein Messer und Gabel, dass ich meine Knödel zerteilen kann. Ja, der sieht gut aus. Probieren wir gleich mal eine Eckle. Ein einwandfreies Semmelknödelchen. So. Oh. So. Ja,
Da esse ich 2 Tage dran, mindestens. Aber es soll mir recht sein, dann muss ich morgen nicht schon wieder was kochen. Ja Leute, so sieht mein Tellerchen jetzt aus und natürlich vor der Cam, ab in den Hals. Schließlich wollen wir ja wissen, wie es schmeckt. Die Kombo schmeckt richtig geil. Und von dem Zauberpülferchen, sage ich jetzt einmal, habe ich ja auch nur 2 Löffelchen rein. Den Rest haben die Zutaten von selber gemacht. Nichts anderes nachgewürzt. Mit den Pilzen und so. Einfach nur lecker. Ein richtig geiles Essen, was ich mir da gezaubert habe. Muss ich wirklich sagen, aus dem Nichts heraus, einfach bloß die übrigen Zutaten, was ich hatte, zusammen und überlegt, was kann Geschmack abgeben. Ein bisschen Zauberpülverchen dazu und fertig ist ein richtig geiles, leckeres Essen. Was ich mir jetzt auf meiner blauen Couch schmecken lasse, den Fernseher anmache, gemütlich noch Netflix angucke. Und danach dann so langsam Feierabend mache. Weil ich muss morgen früh wieder raus. Ich muss wieder arbeiten. Ja, in diesem Sinne, Leute, Tschaikowski, wir sehen uns. Was soll uns das Video sagen? Lasst euch was einfallen, verwertet eure Reste und macht euch selber einfach mal was Leckeres. Probiert es zumindest. Also, Tschaikowski.